1. Diverse Körner in einem Sieb mit kaltem Wasser abspülen. In einen Topf füllen. 1/4 Liter Wasser und Salz dazugeben und zum Kochen bringen. Diverse zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 10 garen, dann auf der abgeschalteten Herdplatte ca. 20 ziehen lassen. 2. Inzwischen die Schalotte schälen und sehr fein würfeln. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein hacken. Die Kürbiskerne ebenfalls hacken. 3. Für den Salat Tomaten waschen, ohne Stielansätze in Spalten schneiden. Zwiebel schälen, vierteln und in feine Streifen schneiden. Basilikumblättchen klein zupfen. Balsamessig mit Salz, Pfeffer und Honig verrühren, das Öl unterschlagen. Tomaten und Zwiebel damit mischen und abschmecken. Basilikum aufstreuen. 4. Die Hirse mit Schalotte, Petersilie, Kürbiskernen und Eiern verrühren, dann mit Salz und Pfeffer würzen. In eine Pfanne Butter und Öl erhitzen. Die Hirsemasse löffelweise in die Pfanne setzen, zu Puffern formen und bei mittlerer Hitze ca. 4 braten. Umdrehen und nochmals ca. 4 braten. Mit dem Salat servieren.